Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit der Leitstelle Berlin im LST-SIM. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Bin gespannt, was uns heute erwarten wird, ob es wieder so ein Chaos wird wie letzte Woche in München. Aber ich glaube tatsächlich, heute könnte ein bisschen entspannter werden und ich würde auch sagen, wir gehen direkt rein. Viel Spaß mit dem Video. So, im Spiel angekommen, haben wir hier BMA. Ja, okay. Wir haben hier eine BMA, Brandmelder, Brand 2, okay, alarmieren. Und wir haben den ersten Anrufer. Zentrale der Polizei, achso. Doch, ein LKW ist gerade in ein Haus gefahren. Die betroffene Wohnung leben normalerweise 5 Personen. Die Wohnung ist angeblich vollkommen zerstört. Einsatzort ist... Okay, wir haben ein TH. Ich weiß nicht, was es ist. Wir alarmieren als TH3X. Obwohl, warte mal. Wir brauchen ja relativ viel. Wir alarmieren einfach mal so. Okay. Und los geht's. So. Dann haben wir, leg schon auf. Okay, da schicken wir einfach mal. Unklar. Okay, gibt's nicht. Dann machen wir hier einen Notfall. Unklares Geschehen. Okay. Und wir schicken die Polizei mit hin. Klingt relativ aggressiv. So. Also okay, ich muss sagen, fängt schon mal ein bisschen entspannter an. Ich meine, okay, wir haben hier gerade einen fetten Verkehrsunfall mit LKW in Hauswand und wir haben eine BMA Brand 2. Berlin Campus Benjamin Franklin. Ich weiß noch nicht ganz, was das ist. So. Nicht wundern, heute wird das Video ein bisschen kürzer, weil ich habe vergessen aufzunehmen. Macht das jetzt gerade kurz vor knapp. Deshalb. Ja, wir haben gerade einen Anruf von der Pflegekraft vor Ort bekommen. Ja, okay. Einsatz bearbeiten. Egal. Verstehe ich nicht. Aber alles klar. Notruf der Berliner Feuerwehr. Hallo. Ist an der. Macht uns wenig Kummer. Sie war immer so viel im Kopf. Ich glaube, sie wird einfach nur alt. Aber wir alarmieren einmal. Okay, es gibt nichts Neurologisches. Dann machen wir unklares Geschehen. Alarmieren einmal. So, wir haben hier einen Sprechwunsch. Den nehmen wir einmal an und parallel nehmen wir einen Anruf einmal an. Vermutlich Mann.
Besten Tage und natürlich wieder am Ende. Ja, ich habe dich eh als Mann alarmiert. Hallo? Hallo. Kreuzschmerzen, was hatte ich noch nie? Die Schmerzen kamen ganz plötzlich, als ich aufgewacht bin und zerreißt mir fast den Schädel. Ich habe schon eine Aspirin genommen, aber hilft nichts. Mir ist auch ganz komisch. Ich glaube, ich muss sterben. Notfall. Und dann kann ich hier einfach mal. Ich möchte es gerne als Schlaganfall. Danke. was? Achso, erreiche ich sie. Zink, Gott. Und in Berlin-Tegel, Berliner Straße. Regina ist gerade auf dem Weg zum Klo umgefallen. Kommen Sie bitte auf der Stelle. Ach ja, Regina, meine Frau und ich haben. Oh, nö. Nö. Notfall. Dann setzen wir mal Notfall 2 mit Notarzt. Okay, gibt's nicht. Dann Bewusstlosigkeit. Okay. Schön, dass wir gleich zwei RTWs kriegen. Ich schicke die einfach mal hin. So, ich mache jetzt einmal kurz die Sprechwünsche hier nach und nach. Dann nehme ich den Anruf entgegen. Aber, also für uns keine. Okay. schwere VU, Lastwagen, Gebäude fahren und ein Bewohner im betroffenen Raum mit Poli, zwei weitere Bewohner leicht. Es befinden sich vier Patienten am Einsatzort. Nach der Sichtung melden wir uns noch einmal. Okay. Dann haben wir hier noch einen Anruf. Lage heißt, ich habe gehört, Rettungsauto einen Unfall gehabt hat. Mein Sohn ist Rettungsfahrer und hebt nicht ab. Hä, aber. Ich bin verwirrt, weil ich habe keine Meldung über ein Rettungsdienstfahrzeug. Verstehe ich nicht. Wir schicken da mal einfach sicherheitshalber. Als TH1. Ich bin mir unschlüssig, nicht, dass das ein Verkehrsunfall ist. Der noch nicht gemeldet ist. Ich schicke nochmal lieber was hin. Patienten an Kollegen übergeben Status. Okay. So. Die Berliner Feuerwehr, wo ist der Notfallort? Guten Tag, aber Brat, Schwester, auch nö. Okay. Notfall. Dann haben wir Eislauf. So. Und der nächste Notruf. Sei Arno, uns hat gerade ein Passant angerufen, das im S-Bahnhof Gleis 1 eine Person sitzt, welche das linke Bein nicht mehr richtig spürt. Oh Mann, was ist denn das? Also auf jeden Fall ist es erstmal nur ein Notfall. Das ist nichts für ein NEF, das ist einfach nur ein Notarzt. Ein Rettungswagen.
Allerdings machen wir mal unklar. Meldung über Dritte. Alarmieren, Sprechwunsch, Sprechwunsch, Notruf. So. Keine Einsatzindikation. Hallo, Sprechpfleger. Ja, das war doch die Einsatzmeldung. Hier, Praxis für die Frau Lüg, danke sehr. Wie bitte? Achso, ja. Alter. Das ist ja mal so ein Bullshit. Ja, wir alarmieren als Blutzuckerentgleisung. So, so. Erinnert mich an Demenz meiner Mutter. Sonst nichts weiter auf, will ich hier wieder frei. Ja, war mir fast klar. Guten Tag von meinem Haus. Baustelle und ich habe gesehen, dass ein alter Mann schon super lange sitzt, ohne irgendwas zu machen. Der starrt nur in die Luft. Ich bin gerade bei wichtigen Online-Meeting. Könnte. Ja, aber was ist das denn? Das ist doch dumm, ist das. Jetzt, was soll ich das denn alarmieren? Der starrt in die Luft, ja, das ist schön. Ja, nö, gar kein Plan. Dann machen wir. Was ist das hier? Ja, dann machen wir halt eine unklare Lage draus, ne? Sprechwunsch! Jetzt für sie Notfall nach. Besorgte Mutter konnte sie aber nicht beruhigen, habe den Sohn in die Aufnahme getroffen. Gut. Ich komme aus Dobran. Ich möchte gerne wirklich schnell Ihre Hilfe. Ihm geht's nicht richtig gut, genau, mein Mann. Kurzatmig. Och, Mann. Notfall mit Notarzt. Dann. Obwohl, ich hätte eigentlich Atembeschwerden nehmen müssen, aber ist egal. Wir benötigen keine weiteren Kräfte. Gut, das heißt, die Mannflagge ist auch gleich abgeschossen. Patient beim Eintreffen, Acetol. In Verfügung vorhanden, daher keine Reanimation eingeleitet. Und wieder eingegangen. Okay. Eine tote Person. Oh, wir haben einen Notruf, Leute. Den habe ich gerade irgendwie gar nicht mitgeschnitten. Hallo, meine Frau Liebmann. Ach nee, die Frau Liebmann. Alle, wissen Sie, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Naja, seit einiger Zeit müffelt es hier so komisch. Ich glaube, das kommt aus der Wohnung von meinem Nachbarn. Oh, scheiße. Okay, dann haben wir hier einmal ein TH-Tür. Gibt es das? Nö, aber machen wir das so. Okay. Leichenfund? Nee. Oh, hier. Einsatz erstellt. So, jetzt machen wir hier mal die Geschwindigkeit kurz auf 32. Bro, ich habe meine Schicht beendet. Verpiss dich. Guten Tag nochmal, Kretschmann. Ich habe gerade schon mal wegen älterem Mann in der Bushaltestelle gerufen. Ich bin jetzt auch mal zu ihm raus. Er sagt, dass er gar nichts weiß. Gar nicht weiß, wo er ist und wer er ist. Ganz komisch. Sind Sie bald da? Ja, die Kräfte rollen, entspann dich.
Konzept mit Verdacht, Sabbe aufgenommen, Sonderrichte. Den Hausarzt verwiesen. So, besagt Nachbar hat Tür geöffnet, Wohnung für alles. Für uns verstanden. Hier nach zwei. Okay, ich glaube, den Funkspruch mal. Verstanden. So, wir haben jetzt noch einen offenen Einsatz. Verstanden. Achso, das ist hier immer noch meine Mannflagge. Zwei Patienten sind noch am Einsatzort. So, perfekt. Alles abgearbeitet heute. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. War erfolgreich, heute ein Ticken kürzer. Aber wir haben viel geschafft. Wir haben viele Menschenleben gerettet. Denke ich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.